Ja, die sind schon gut. Also ich habe jetzt auch heute Nachmittag, als ich noch ein bisschen Zeit hatte, schon ein paar Spiele gesehen von Schalksmühle. Und da muss man sagen, was mir bei denen auffällt, die spielen sehr konsequent und sehr bedacht ihren Handball. Also ich habe jetzt gegen Minden, haben sie auch sehr, sehr viele Fehler gemacht eigentlich, aber die hat Minden auch gemacht, deswegen haben sie da gewonnen. Aber ansonsten spielen die immer wieder das Gleiche, sie spielen ihre Konzeption mit aller Seelenruhe runter. Man sieht relativ selten, dass sie mal eine zweite Welle laufen, die nehmen immer das Tempo raus. Und dass uns das vielleicht nicht so ganz liegt, hat man ja vielleicht in Aurich gesehen, obwohl wir da auch nicht unseren besten Tag hatten. Aber ich meine, wir sind halt eine schnelle Mannschaft und wir können es auch gut schaffen, in der Rückwärtsbewegung uns schnell zu sortieren und dadurch den Leuten so den Wind aus den Segeln nehmen, wenn die schnell zweite Welle spielen oder so. Aber das macht Schalksmühle auch nicht. Die spielen halt sehr bedacht. Christian Feldmann schickt die Leute an reihenweise an Kreis, einen Einläufer nach dem anderen. Ob es der Halblinke ist, der Halbrechte, er lässt die Außen einlaufen. Das machen die schon gut und da müssen wir uns sehr, sehr gut drauf einstellen. Und dann wird es natürlich auch wieder auf die Deckung ankommen. Also ich sag mal, unsere 30 Tore, annähernd 30, damit kann man ja eigentlich planen. Und wenn wir Schalksmühle wieder bei niedrigen 20er-Wert halten, was meiner Meinung nach durchaus drin ist, dann sehe ich sehr, sehr gute Chance für uns.